Hallo, mein Name ist Nadine. Ich begrüße dich ganz herzlich zu unserem Easy Rücken Fitness. Heute brauchst du einen Gymnastikstab, es geht aber genauso gut ein Besenstiel oder der Stiel vom Schrubber. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, wir starten mit dem Warm-up. Gut, wir starten mit unserem Warm-up. Deinen Stab nimmst du bitte in beide Hände, ungefähr schulterbreit, ebenso die Füße, schulterbreit auseinander, stabiler Stand, Knie leicht gebeugt, Bauch fest. Okay, wir kreisen erstmal nur unsere Schultern, von vorne nach hinten. Möglichst große Bewegung, ganz ruhig atmen. Gut, wir werden ein bisschen größer. Stab ist auf Schulterhöhe, deine Ellenbogen gehen mit. Auch auf Schulterhöhe hoch, gleichmäßig atmen. Wir werden noch größer. Ganzer Weg. Letzte Mal. Und oben einmal Stopp. Richtig strecken. So, wir kommen einmal zur rechten Seite. Beine bleiben leicht gebeugt. Bisschen den Bauch anspannen. Tief durchatmen. Atme deine linke Seite ein und aus. Langsam zur Mitte und rüber zur anderen Seite. Auch hier mal noch tief ein- und ausatmen. In die rechte Seite. Okay, und langsam zurück zur Mitte. So, wir gehen vorne rum, ziehen den Stock enger am Körper wieder nach oben. Große Bewegung für die Schulter. Gut, wir werden wieder eine Stufe kleiner bis Schulterhöhe. Denk daran, die Ellenbogen auch mit hochzunehmen. Letztes Mal und dann nur noch die Schultern von hinten nach vorne. Mal. Und zieh die Schultern mal ganz bewusst nach hinten unten. Bauch fest, Beine sind immer noch hüftbreit. So, wir kommen ganz leicht nach vorne und wieder nach oben. Schieb den Stock einfach an deinen Oberschenkel in Richtung Knie und richte dich wieder auf. Der Rücken bleibt dabei möglichst gerade. Die Bewegung kommt hier aus der Hüfte. Zieh die Schulterblätter nach hinten. Ganz einfache Bewegung. Langsam tief und langsam wieder hoch. So, wenn wir oben sind, nehmen wir unsere Schultern wieder dazu. Oben einmal nach hinten kreisen. Verneigen. Oben Schultern nach hinten kreisen. Mal und wir halten unten. Unten halten. Mal schauen, dass der Rücken gerade bleibt. So, jetzt ziehen wir nur den Stock an den Oberschenkeln rauf und runter. Arme bleiben möglichst eng am Körper. Schulter nach hinten ziehen. Schau, dass dein Blick immer vor dir auf den Boden geht, ungefähr einen Meter von dir entfernt. Mal unten Stopp, den Stock mal lösen. So, wir ziehen wieder ran, diesmal zur Brust. Die Ellenbogen gehen nach außen weg. Stell dir vor, jemand zieht an deinen Ellenbogen die Arme nach oben, Richtung Decke. Der Rücken ist immer noch lang. Blick nach vorne auf den Boden. Bauch anspannen und gleichmäßig atmen. Mal und Stopp, mal aufstützen vorne, mach deinen Rücken mal rund
und lang. Und lang. Letztes Mal. Gut, und wir rollen uns langsam nach oben auf. Wirbel für Wirbel hochkommen. Schultern zum Schluss. Einmal die Schultern ein bisschen auslockern. Schultern und Rücken sind jetzt ein bisschen warm geworden. Wir machen ähnlich weiter, steigen aber mehr ein in die Kräftigung. Gleiche Ausgangsposition, stabiler Stand, Füße hüftbreit auseinander. Unseren Stock haben wir immer noch schulterbreit, legen ihn wieder auf unsere Oberschenkel. Gleiche Bewegung wie gerade, wir kommen tief, aber jetzt aufgepasst, nehmen die Arme mit nach oben, wieder runter, wieder aufrichten. Verneigen, Arme rauf, Arme tief, aufrichten. Achte immer noch darauf, dass dein Rücken schön gerade bleibt. Schiebe ein bisschen den Popo nach hinten. Und orientiere dich wirklich mit deinem Stab an den Oberschenkeln. Ein letztes Mal, wir halten vorne, Arme oben. So, Oberkörper bleibt in der Position. Nur die Arme gehen. Tief und wieder hoch. Tief und hoch. Achte darauf, dass du dein Gewicht mehr nach hinten auf die Fersen verlagerst. Schieb den Popo zurück, als würdest du hinten auf einem Stuhl Platz nehmen wollen. Die Arme so hoch, wie es dir möglich ist. Solltest du Probleme mit deinen Schultern haben, komm so weit, wie du kannst. Würde auch hier vorne reichen. Mach so, wie du das am besten kannst. Gut, wir halten oben. Oben halten. Nur halten. Lange Arme, Schultern ziehen wir von den Ohren weg, Richtung Popo. Halt, Bauch ganz fest anspannen. Langsam wieder lösen. Aufstützen vorne und den Rücken wieder rund und lang machen. Wir kommen langsam wieder nach oben. Okay, wieder einmal auslockern. So, gleiche Bewegung. Wir nehmen unsere Beine dazu. Es wird ein bisschen anspruchsvoller von der Koordination. Aufgepasst. Genauso verneigen. Wenn die Arme jetzt nach vorne kommen, ein Fuß zurück, wieder absetzen, Oberkörper wieder aufrichten. Andere Seite verneigen, Bein und Arme ausstrecken, zurückkommen und aufrichten. Immer im Wechsel rechts und links. Achte auf deine Spannung im Bauch. Gib dir Stabilität, um die Übung richtig auszuführen. Jede Seite noch einmal. Seite. Gut. Und wir halten auf einer Seite. So, Arme und Beine ausstrecken. So, es kommt eine Bewegung. Aufgepasst. Wir ziehen den Stock Richtung Knie und strecken uns wieder. Ranziehen, ausstrecken. Du darfst jedes Mal gerne die Fußspitze hinten wieder abstellen, damit es nicht so wackelig wird. Ganz strecken. Knie zum Stock. Ganz ausstrecken. Spannung immer noch in den Bauch. Ein letztes Mal. Vorne halte. Gut. Ziehen erst den Fuß ran. Nimm einmal die Arme tief. Richte uns auf. Gut. Andere Seite. Tief kommen. Anderes Bein. Die Arme wieder nach oben. Auch hier. Stock und Knie zusammenführen. Öffnen. Zusammen. Streck. Ganzer Weg. Bauch anspannen.
Achte darauf, dass dein Standbein gebeugt bleibt. Atme nicht vergessen. Letztes Mal. Stopp. Zuerst den Fuß reinsetzen, Arme tief und aufrichten. Einmal auslockern. Beine, Schultern lockern. Okay, für die nächste Übung greifen wir unseren Stab ein bisschen weiter. Sollte deutlich schulterbreit bzw. breiter als schulterbreit sein. Kommen wir in die gleiche Ausgangsposition. Popo ein bisschen zurück, Oberkörper nach vorne. So, Arme schon mal hoch. Und jetzt ziehen wir den Stock vor unserem Gesicht entlang Richtung Brustbein und schieben wieder nach oben zurück. Ranziehen, nach oben zurück. Dein Blick geht nach vorne auf den Fußboden, ungefähr einen Meter vor dir auf den Boden schauen, damit dein Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule bleibt. Achte darauf, dass dein Rücken gerade und lang ist. Eine Linie mit dem Kopf und den Armen. Auch hier gilt natürlich wieder, hast du Probleme mit deinen Schultern, schieb den Stab nach vorne weg und wieder ran. Wir halten oben. Oben halten. So ein bisschen tiefer kommen mit den Armen. Den Stock richtig festhalten und jetzt zieh den Stock mal auseinander. Als würdest du den doppelt so lang haben wollen. Richtig feste ziehen. Schulter nach hinten. Und atme nicht vergessen. Ziehen, ziehen, ziehen. Fester, noch fester. Noch fester. Okay, kurz lösen. So, und jetzt den Stock wieder zusammenschieben. Jetzt haben wir ihn lang gezogen und schieben wir ihn wieder zusammen. Genauso fester. Rücken noch lang. Schultern nach hinten. Bauch fest. Zusammendrücken den Stab. So feste, wie du kannst. Noch mehr. Ich weiß, da geht noch was. Komm. Die letzten paar Sekunden drücken, drücken, drücken. Okay, und locker lassen. Einmal absenken, einmal Schultern und Arme hängen lassen, Kopf hängen lassen und langsam nach oben wieder aufrollen. Gut, alles auslockern. Gut, die nächste Übung erfordert ein bisschen Gleichgewichtsgefühl. Wir versuchen es. Nicht direkt aufgeben, wenn es nicht beim ersten Mal klappt. Dann klappt es beim nächsten Mal bestimmt schon direkt besser. So, wir nehmen unsere Arme hoch, verlagern unser Gewicht auf unser rechtes Bein. So, wir ziehen jetzt unser linkes Bein hoch und den Stab zur Seite. Wieder ausstrecken. Den Stab am Popo vorbei und ausstrecken. Der Blick geht dem Stab hinterher. Ausstrecken. Du darfst natürlich jedes Mal unten den Fuß wieder ein bisschen auf den Fußboden antippen. Versuch dich lang zu machen. Auch hier, Brust raus. Wir halten einmal an der Seite. Halten, so. Schulter nach hinten. Schulter nach hinten, Bauch fest. Versuchen, stehen zu bleiben. Kommen wir dann nach oben. Beide Füße einmal auslockern. Gehen direkt auf die andere Seite. Standbein links. Brust raus. So, gleiches Spielchen. Ziehen den Stock zur Seite und strecken uns wieder. Zur Seite und strecken. Bauch fest, Brust raus. Letztes Mal, auch hier halten wir an der Seite. Halt, Schultern noch mehr nach hinten. Bauch anspannen. Versuchen stehen zu bleiben. Atmen und lächeln. Okay, und wir kommen nach oben. Beide Füße wieder auslockern. Die Arme langsam tief. Schultern mal auslockern.
Okay, wir machen eine ganz kurze Trinkpause, Schluck trinken, dann kommen wir zurück. Du brauchst eine Matte bzw. eine weiche Unterlage und immer noch deinen Stab. Okay, wir machen weiter im Sitzen. Du brauchst immer noch deinen Stab, deinen Besenstiel. Erstmal Füße vorne aufstellen, gerade hinsetzen. Leg den Stab ruhig vorne an deinen Knien ab, kann man so richtig fast einhaken. Und mach dich mal ganz lang. Kopf hoch, Brust raus, Schulter nachheben. So, wir machen uns hier rund und atmen ein und kommen wieder rauf. Rund machen, die ganze Wirbelsäule einrollen und oben wieder lang ziehen. Ja, zieh dich ruhig an deinem Stab ein bisschen nach oben. Und versuch auszuatmen, wenn du tief kommst und einzuatmen, wenn du dich lang machst. So, wir nehmen unsere Arme dazu, das heißt, wir kommen hier tief und jedes Mal, wenn wir oben sind, strecken wir unsere Arme einmal nach oben aus. Wieder tief, einrollen, aufrollen, strecken und tief. Beim Einrollen richtig bewusst auch das Kinn auf die Brust ziehen. Letztes Mal, wir halten oben. Mach dich ganz lang. Stell dir vor, jemand würde an deinem Stab dich nach oben Richtung Decke ziehen. Gerade sitzen bleiben. Auch wenn es anfängt, hier in der Leiste zu ziehen, nicht aufgeben. Versuch noch ein bisschen durchzuhalten. Wenn es gar nicht mehr geht, einfach Pause machen. Okay, wir nehmen die Arme langsam tief. Bleiben gerade sitzen. Schultern tief, hinten Richtung Popo ziehen. Arme nach vorne ausgestreckt, Bauch anspannen. So, wir hatten das gerade im Stehen schon mal. Wir ziehen unseren Stab auseinander, so fest wie du kannst. Feste ziehen, nicht locker lassen. Feste ziehen. Gut, und zusammendrücken. Feste zusammendrücken. Immer noch gerade sitzen bleiben. Kommen Sie noch ein paar Sekunden, dann haben wir eine ganz kleine Pause. Feste, feste, feste. Noch 3, 2, 1. Arme langsam tief, Rücken rund machen. Einmal hier verharren, verharren. Und wir kommen wieder nach oben. Machen uns wieder gerade. Brust raus, Arme wieder auf Brusthöhe anheben. So, wir drehen unseren Oberkörper jetzt nach rechts und nach links. Jedes Mal, wenn wir uns drehen, ziehen wir den Stock wieder auseinander. Und zwar atmen wir dabei aus. Ausatmen, Stock auseinanderziehen. Einatmen, locker lassen. Andere Seite. Ausatmen. Einatmen. Zurück auf den Stock. Einatmen, locker lassen. Ziehen. Locker lassen. Bleib gerade sitzen. Brust raus. Jede Seite noch 2-mal. Letzte Mal. Okay, und eine Pause. Jetzt lass dich mal nach vorne hängen. Kopf zwischen die Schultern bzw. zwischen die Knie. Okay, weiter geht's. Wieder aufrichten. Wir strecken unsere Beine aus. Ein bisschen geöffnet. Wenn das nur so weit geht, ist es auch gut. Wenn es weiter geht, umso besser. Wenn du merkst, es zieht dir zu sehr in der Oberschenkelrückseite, winkel die Beine leicht an. Geht genauso gut. Aber wir versuchen, die Beine so gut wie es geht zu strecken.
So, mach uns ganz lang. Drehen uns auch hier jetzt einmal zur rechten Seite. Rollen uns ein. Ziehen den Stock an uns heran. Oben lang machen, umdrehen. Tief kommen. Anziehen. Aufrichten. Umdrehen. Wir haben oben immer die Zeit, uns wieder umzudrehen zur anderen Seite. Erst lang machen, dann umdrehen. Auch hier jede Seite noch zweimal. Mal. Okay, und wir bleiben einmal unten auf der rechten Seite. Einfach locker lassen. Leg den Stock ab, vorne auf deinem Bein. Die Arme, Schultern locker lassen. Kopf locker lassen. Gut, einmal aufrichten. Oben kommen, umdrehen und auch hier locker lassen. Entspannen kurz. Es darf ziehen hinten im Oberschenkel. Okay, und wir richten uns wieder nach oben auf. Machen uns noch einmal ganz gerade zur Mitte. Gerade sitzen. Streck dich nach oben, Brustkorb öffnen, Bauch rein, Schultern tief, Stock ganz locker festhalten. Okay, wir winkeln unser Bein ein bisschen an, machen uns noch gerader und ziehen den Stock wieder auf, wie vorhin im Stehen, vor dem Gesicht entlang, nach oben. Schau nochmal, dass du richtig gerade sitzt, das Becken ist nach vorne gekippt. Letztes Mal. Oben wieder halten. Lang ziehen. Noch einmal halten. Die Arme gehen schon mal langsam tief. Bis auf Brusthöhe, da Stopp. Sitzen immer noch gerade. Wenn es gar nicht mehr geht, Pause machen, wieder einsteigen. So, letzte Sequenz hier, dann Pause. Wir ziehen den Stock ran. Und wieder nach vorne schieben. Achte darauf, dass deine Ellenbogen hier oben bleiben und nicht nach hier unten absinken. Oben lassen. Nach vorne, ranziehen, nach vorne, lächeln, dann ist das alles nicht so schlimm, ranziehen, versuch hinten ganz bewusst deine Schulterblätter zusammenzuziehen, die Ellenbogen gehen so weit wie möglich zurück. Letztes Mal. Vorne Stopp, Arme tief, nach vorne einrollen. Schultern locker, Kopf locker. Und langsam nach oben. Wieder aufrichten. So, eine Runde noch, hier im Sitzen. Den Stock nimmst du mal bitte mit beiden Händen, fast relativ eng. Füße wieder ein bisschen auseinander, setz dich gerade hin. Bauch anspannen. So, wir drehen uns jetzt immer zur Seite, drücken unseren Stab fest in den Boden, richtig fest drücken, dabei ausatmen. Einatmen zur Mitte, ausatmen, drücken, richtig fest. Einatmen. Auch hier so feste wie du kannst. Nimm dir den Stock auf den Boden und versuch gerade sitzen zu bleiben. Brust raus immer noch, Bauch anspannen.
Lächeln. Zweimal jede Seite. Letztes Mal. Okay, in der Mitte stopp. Locker lassen. Langsam mit aufrichten. Gut, wir machen noch mal eine kleine Trinkpause, dann geht es weiter im Liegen. So, es geht weiter in der Bauchlage. Wir brauchen immer noch unseren Stab. Wir stellen unsere Füße hinten auf, die Fußspitzen in den Boden gerückt, die Knie vom Boden gelöst, den Popo angespannt. Unseren Stock greifen wir mehr als schulterbreit und strecken unsere Arme nach vorne aus. Oberkörper ein bisschen lösen, Nase nach unten. Arme anheben. Erstmal nur halten. Spür die Spannung im Rücken, im Po. Ganz wichtig, atmen nicht vergessen. Okay, wir ziehen den Stock wieder unterm Gesicht entlang und schieben wieder nach vorne raus. Ranziehen, ausstrecken. Die Spannung im Rücken, im Popo. Ruhig und gleichmäßig atmen. Wenn es gar nicht mehr geht, Pause machen und wieder einsteigen. Die letzten zwei. Und wir halten nochmal ausgestreckt. Halt. Einmal ablegen, leg den Stock weg, Hände ruhig mal unter den Kopf. Ganz tief ein- und ausatmen. Wenn du magst, lass deine Füße hinten ein bisschen schaukeln. Okay, weiter geht's. Für die nächste Runde legen wir unseren Stock zwischen Daumen und Zeigefinger. Daumen zeigt nach oben, der kleine Finger liegt auf dem Boden auf. Stock liegt ganz entspannt dazwischen. Füße stellen wir wieder auf, Knie lösen, Popo fest. Auch hier die Nase wieder nach unten, Oberkörper anheben, die Arme im Wechsel, nach oben hochheben. Der ganze Arm geht nach oben, der Ellenbogen geht auch mit hoch. Jede Seite noch zweimal mehr. Letzte Mal. Okay, einmal ganz kurz locker lassen. Gut, in der nächsten Runde nehmen wir unsere Beine dazu. Die Arme machen die gleiche Bewegung im Wechsel rechts und links. Und wir nehmen mal das diagonale Bein dazu. Also, Füße hinten aufstellen, Knie lösen, Popo fest. Die Arme sind immer noch ausgestreckt. Der Stock liegt zwischen Daumen und Zeigefinger. Nase nach unten. So, wenn wir jetzt den rechten Arm heben, heben wir unser linkes Bein. Und umgekehrt. Achte auch hier darauf, dass die Knie mit hochgehen. Das Bein bleibt ausgestreckt, ebenso wie die Arme. Versuch die Bewegung schön langsam auszuführen, ohne
Schwung arbeiten, sondern mit Kraft. Auch kleinere Bewegungen sind völlig ausreichend. Okay, wir halten eine Seite. Halten. Atmen nicht vergessen. Okay, Seite wechseln, andere Seite. Halte. Immer noch gleichmäßig atmen. Okay, geschafft, lösen, Pause. Beine wieder lockern. Okay, in der nächsten Runde machen wir das ähnlich. Immer noch Arm und Beine zusammen, aber diesmal heben wir den Arm auf der gleichen Seite wie unser Bein. Kommen erstmal wieder in Position, Füße aufstellen, Knie lösen, Popo anspannen, Nase nach unten. So, rechter Arm und rechtes Bein. Linke Seite. Auch hier gilt wieder langsame Bewegung mit Kraft, ohne Schwung arbeiten. Jede Seite noch zwei. Letzte Mal. Und auch hier auf einer Seite halten. Halten. Gleichmäßig atmen. Und wächst. Okay, und lösen. Leg den Stock einmal zur Seite, Hände unter den Kopf, lockern. Okay, es geht weiter in der Rückenlage. Das heißt, wir drehen uns einmal um, nehmen unseren Stab mit. So, als allererstes hier mal die Beine ranziehen, den Stab oben drauflegen, ein bisschen hin und her schaukeln, den Rücken nochmal etwas entlasten, entspannen. Schließ für einen Moment deine Augen, atme ruhig und gleichmäßig ein und aus. Okay, in der Mitte Stopp. Wir stellen unsere Füße wieder nebeneinander auf. Ungefähr hüftbreit auseinander. Ganzer Fuß ist auf dem Boden. So, wir strecken unsere Arme mit unserem Stab hinter unserem Kopf aus. So weit, wie es möglich ist. Wenn du nicht bis zum Boden kommst, reicht auch hier. So weit, wie es geht. So, wenn wir den Stock jetzt nach vorne ziehen, heben wir gleichzeitig unser Becken an. Drücken unseren Stock dann einmal richtig kräftig auf die Oberschenkel. Wieder absenken, dabei bleibt der Popo kurz über dem Boden. Und wieder hochkommen, Druck auf die Oberschenkel. Und wieder langsam tief kommen. Spannung in den Bauch. Und vor allem, wenn wir oben sind mit dem Popo, Spannung in den Popo. Komm mit dem Popo so hoch, wie du kannst. Höchste Stelle, Pobacken zusammenkneifen. Und wieder lösen. Hochkommen. Und lösen. Gut, wir halten oben. Das heißt, wir drücken auch unseren Stab fest auf unsere Oberschenkel. Spann den Bauch noch mehr an. Die Pobacken noch mehr zusammenkneifen. Gleichmäßig atmen. Halten. Noch drei, zwei, eins,
und einmal locker lassen. Lass den Stab ganz entspannt auf deinem Becken liegen und dann das Becken mal auf und ab kippen. Auf und ab bewegen, ein bisschen zum Lockern. Atme tief ein und aus. Sammel Kraft für die nächste Runde. Okay, letztes Mal. Und wieder in der Mitte stopp. So, für die nächste Runde den Stab mal Richtung Decke ausrichten. Wir kommen mit unserem Popo schon mal wieder nach oben. Ziehen jetzt im Wechsel unsere Knie ran, Richtung Stab. Halt dein Popo möglichst an deiner höchsten Stelle. Wenn du Kraft über hast, auch hier richtig Druck mit dem Stab auf die Knie. Oben bleiben mit dem Popo. Drücken, lösen. Drücken, lösen. Popo ist noch oben. Bauch ist fest. Wir halten eine Seite. Halt, schieb den Popo noch mal ein Stückchen höher. Pobacken zusammenkneifen. Druck mit dem Stock aufs Knie. Atmen. Noch 3, 2, 1. Seite wechseln. Halten. Drücken. Popo hoch. Und Pobacken zusammenkneifen. Bauch fest. Okay, 3 noch, 2, 1, Füße ab, Stock langsam runter und langsam nach unten absetzen. Stock wieder ablegen, das Becken auf und ab kippen. Letztes Mal und stopp. So, es geht weiter mit Übung für unseren Bauch. Wir bleiben so liegen, stellen unsere Fersen auf. Stock liegt auf unserem Schoß. Lendenwirbelsäule schon mal in den Boden drücken, den Bauch noch mehr anspannen. Kopf und Schultern lösen. So, wir schieben jetzt unseren Stock Richtung Knie nach oben und wieder ab. Nicht ganz ablegen unten und die Spannung im Bauch behalten. Jeder kommt so weit, wie er das kann. Na, also wenn du nur bis zur Hälfte von deinem Oberschenkel kommst, also bis hier, reicht das auch. Hauptsache, du merkst ein bisschen Spannung in deinem Bauch. Vier Stück schaffen wir noch. Die letzten 2. Ein noch. Und einmal lösen. Mach einmal die Arme lang, die Beine lang. Streck deinen Bauch, atme tief durch die Nase auch in den Bauch ein und aus. Für die nächste Runde. Beide Beine nach oben, in einem 90-Grad-Winkel, als würden die Beine auf einem Hocker liegen. Drück deine Lendenwirbelsäule nach oben, unten und leg einfach den Stab von vorne an deine Oberschenkel, knapp oberhalb vom Knie. Du kannst deinen Kopf gerne liegen lassen, achte nur darauf, dass dein Rücken richtig auf dem Boden ist. So, jetzt drücken wir nur mit dem Stab fest gegen die Oberschenkel. Ganz wichtig, nicht aufhören zu atmen. Drücken. Drücken, atmen, halten. Lendenwirbelsäule ist am Boden. Wenn es dir leichter fällt, dann darfst du den Kopf anheben. Darfst ihn aber gerne auch liegen lassen. Komm, ein bisschen noch. Feste, feste, noch fester drücken. 3, 2, 1.
und lösen. Das machen wir nochmal. Ein bisschen abgewandelt, ein bisschen mehr die rechte und die linke Seite zu trainieren. Gleiche Ausgangsposition. Beine hoch, Stock von vorne an die Oberschenkel. So, jetzt drückst du einfach mal ein bisschen kräftiger einmal mit der rechten Hand. Atmest aus. Einatmen locker lassen, beim nächsten Ausatmen mit der linken Hand fest drücken. Immer beim Ausatmen, rechts und links im Wechsel. Achte wieder bewusst darauf, dass deine Lendenwirbelsäule auf der Matte bleibt. Jede Seite noch zweimal. Komm, durchhalten. Rücken runterdrücken, Bauch fest. Gleich ist es geschafft. Einmal noch. Letzte Mal. Und löse. Beine wieder ausstrecken, Arme lang machen, hinter den Kopf. Okay, letzte Runde für heute. Wir stellen unsere Füße auf. Nimm unseren Stock längs, die Arme sind relativ eng oder die Hände vielmehr eng beieinander. Lösen Kopf und Schultern. Komm jetzt hoch, drück den Stock einmal rechts neben uns auf den Boden und beim nächsten Mal links neben uns auf den Boden. Richtig fest ausatmen, einatmen, ausatmen, drücken. Hier achte nochmal darauf, dass der Rücken auf der Matte bleibt. Jede Seite noch zweimal. Letzte Mal. Und löse. Einmal nochmal strecken. Lange Arme, lange Beine. Okay, leg deinen Stock zur Seite. Wenn du magst, bleib direkt liegen. Wenn du nochmal was trinken möchtest, dann einmal nochmal kurz aufstehen, einen Schluck trinken. Und dann machen wir noch einen Entspannungsteil. Okay, wir kommen zu unserem Entspannungsteil. Wir machen uns noch mal ganz, ganz lang. Stock liegt an der Seite, den brauchen wir nicht mehr. Versuch dich richtig lang zu strecken, so lang wie es geht. Atme ganz bewusst durch die Nase bis in den Bauch ein und durch den Mund wieder aus. Dann zieh mal ganz bewusst nur deine rechte Körperseite lang. Mach den Arm noch länger, das Bein noch länger. Rechte Seite auseinanderziehen. Immer noch tief durch die Nase ein- und wieder ausatmen. Einmal die Seite wechseln, linke Seite. Dann die Spannung einmal lösen. So, wir greifen unser rechtes Bein in der Kniekehle, ziehen es zu unserem Bauch heran. So nah ranziehen wie möglich, Schultern und Kopf bleiben aber entspannt am Boden liegen. Fuß locker lassen. Atme weiter ruhig und gleichmäßig ein und aus. Versuch wirklich deinen Körper zu entspannen. Wir strecken unser Bein.
so gut wie es geht nach oben strecken. Wir lassen ein ganz kleines bisschen locker, das Bein ein bisschen beugen, nur den Fuß kreisen lassen. Große Bewegung mit dem Fuß. Einmal andersrum. Okay, und einmal lösen, das Bein ablegen. Links Bein in der Kniekehle greifen und ranziehen. So nah ran wie möglich. Kopf und Schultern nochmal bewusst entspannen. Das Bein nach oben strecken. Das heißt, wieder so gut strecken wie möglich. Und auch hier ein bisschen locker lassen und den Fuß kreisen lassen. Mal wieder in eine Richtung. Andersrum. Okay, und locker lassen. Wir nehmen beide Beine über den Bauch. Mach uns einmal ganz klein. Wenn es dir gut tut, dann schaukel ein bisschen von rechts nach links. In der Mitte stopp, beide Füße aufstellen, die Füße ganz zusammen, die Arme einmal ausbreiten und die Beine öffnen. Locker lassen. Die Knie fallen nach außen. Atme nochmal ganz bewusst tief in den Bauch ein und aus. Dann langsam die Beine wieder schließen. Gut, wir halten uns an einem Bein fest, kommen nach oben in den Sitz. Stell nochmal deine Füße vorne auf, greif unten mit beiden Händen in die Kniekehlen und mach dich nochmal ganz bewusst nach hinten rund. Das Kinn auf die Brust ziehen, die Schulter nach vorne ziehen, runder Rücken. Uns lang. Atmen ein, atmen aus, machen uns nochmal rund. Atmen ein, komm hoch. Ganz entspannt. Ausatmen, rund. Letztes Mal, wir bleiben oben. Okay, lassen locker. So, wir setzen uns bequem hin. Du kannst dich entweder in den Schneidersitz setzen, kannst aber auch gerne die Füße aufgestellt oder ausgestreckt lassen. So wie es dir am besten passt. Versuch nur noch mal den Rücken möglichst gerade zu halten. So, wir nehmen mal unser rechtes Ohr zu unserer rechten Schulter und ziehen mit der linken Hand Richtung Matte. Blick bleibt vorne bei mir. Einmal lösen, Seite wechseln.
Linkes Ohr zur linken Schulter, Blick vorne. Rechte Hand schiebt zur Matte. Atmet tief ein und aus. Und wieder lösen und einmal das Kinn vorne auf die Brust. Lass die Schulter möglichst locker, zieh das Kinn ran und atme nochmal bewusst ein und aus. Okay, langsam wieder lösen, die Schulter nochmal nach hinten kreisen. Gut, letztes Mal. Okay, atme ein und wieder aus. Atme ein und aus. Letztes Mal einatmen und ausatmen. Auslockern. Gut, das war unser Fitnesstraining für den Rücken. Ich hoffe, es hat dir ein wenig Spaß gemacht, du fühlst dich gut. Ich empfehle dir, das Training 1 bis 2 Mal in der Woche zu absolvieren. Wenn dir die ganze DVD zu lang ist, dann nimm immer nur einen Teil daraus, dann bist du ganz variabel. Aber das Warm-up solltest du auf jeden Fall machen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß.